Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play League of Legends. Ja, es ist sehr früh morgens gerade, um genau zu sein, früh ist um 8. Ich pack erstmal hier die Leute zusammen. Grund ist, warum es so früh ist, dass ich... Nee, Quatsch, so rum. Ja, die letzten zwei Tage keine Folgen rausgebracht habe und jetzt ist gerade die einzigste Möglichkeit für mich aufzunehmen. Darum muss ich ganz schnell mal zwei Folgen aufnehmen und ja, ich hoffe, ihr verzeiht, wenn ich ab und zu etwas müde klinge noch. Ich habe mir schon Kaffee geholt und ja, jetzt geht's los. Also, schauen wir uns mal die Start-Items an. Wir haben, was ist das denn hier? Okay. Wir haben die beiden AD Carries, die sind normal aufgestellt. Wir haben den Blitzcrank, der okay ist. Wir haben die Karma, die okay ist. Beide kaufen sich lieber das die Standard-Items. Ich persönlich kaufe mir kein Wort am Anfang, sondern kaufe mir noch zwei Kekse mehr, um länger auf der Lane durchzuhalten im ADC. Auf der Midlane habe ich eine Kayle, die sich Rüstung kauft am Anfang. Was ist das denn? Lol. Ein Pantheon, denn naja, das Schwert muss nicht unbedingt sein, aber okay. Und die beiden Jungler. Ja. Okay, dann warten wir jetzt einfach mal, dass es losgeht. Und dann geht's schon los. Okay, hilft mir der Darius, der Never, MC Dragon, der ist gerade noch AFK. Der wird im Laufe der nächsten Minute online kommen. Boah, da hat er ordentlich Leben verloren, ne? Und es geht los. Wird gleich ordentlich gefightet. So. Das ist übrigens der neue Caitlyn-Skin, den die Dame da hat. Ah, Blitzy, schaffst du es? Nee, ich schaff da nicht. Ah, das war lucky. Die K-Base hier, der Mana auf der Mitte, ganz schön. Ob das lange gut geht, ist die andere Frage. Oh, für Top ist er dann... Oh, erster Fight. Okay, jetzt geht's los. Uiuiui. Das sah nicht so gut für die Kayle aus. Da kommt Eve. Und super. Darius wird oben von der Eve ganz schön in die Wange genommen. Unten sieht auch nicht besser aus. Ein gut gemeinter Flash, aber der hätte es ja nicht gekillt, egal was er gemacht hätte jetzt. Und da hat es dann den Darius erwischt. Oh, das sieht böse aus. Da wieder ein Flash, der sich nicht bezahlt gemacht hat. Aber na gut, muss er ja wissen, ne? Botlane zieht sich hier zurück.
Eve hängt jetzt leveltechnisch ein bisschen hinterher. Ich bin in dem Game ewig nicht nach Hause gegangen, deswegen bin ich levelmäßig ganz gut aufgestellt gewesen. Ich glaube, ich bin dann erst mit 3,2k Gold nach Hause gegangen. So, hier ist jetzt der Real Freak. Und den gank ich kurz, damit er vom Tower verschwinden ist. So. Mal schauen, wie es weitergeht hier. Die Eve geht jetzt in die Mitte. Versucht, jetzt gehen sie beide runter, okay. Oh. Und yay. Und nein. Und uns beide kriegen sie zum Glück ja nicht mehr. Da bin ich dann vorsichtshalber geflasht, bevor die nächste Attacke kam. Und momentan sieht es immer noch gleich aus. Die anderen führen ein wenig mit 0,21k Gold. Und da kommt Kayle. Tristana. Schade, der Crab, der war fast. Okay. Auf Toblin sieht auch noch ganz ausgeglichen aus. 7 Minuten sind rum. Oh. Nicht schlecht, geil. Schlatz. Und da ist er noch sinnlos geflasht und ein Kill für den Darius. So. Ich habe jetzt ja meinen Blue-Buff gemacht, bin Level 6 jetzt. Wen haben wir noch hier alles so? Kayle. Wo ist Kayle? Ach, da unten. So, momentan dominieren wir jetzt. So. Da hat der Blitzig gerade ein bisschen was abbekommen. Oh. Talon Level 6 erreicht, geht sofort auf Kayle. Und sie hittet ihn noch ein bisschen an. Ich bekomme meinen Speed. Und da haben wir noch gekillt. Jetzt besitze ich, weil der Pantheon verfolgt mich. Der Jungler. Darius. Jetzt renne ich hier vor dem Pantheon davon. Gut, dass er keinen Stun mehr hatte. Das heißt, es ist mein Tod gewesen. Oh, super nice Crap. Leider hat sich gebracht. Also nicht viel. Und Eve fliegt langsam natürlich mega zurück. Sie ist Level 5. Ich bin Level 6. Farmtechnisch habe ich dreimal so viel wie sie. Und jetzt, Schlatzi, Schlatzi. Hat aber jemand.
hat ihm... Es ist ziemlich behindert, da stehen zu bleiben, also ganz ehrlich. Hab's gesehen, komme hoch. So, er rennt jetzt weg natürlich. Flasht. Der Flash. Der Flash von der Kay, den hab ich gar nicht mitgekriegt, wie geil. Was war das denn bitte? Na gut. Wie geht's weiter in der Zeit? Ach, Pantheon da hinten. Ach so. Okay. Ja, das war ein bisschen Brain von dem Darius. Okay. Oh, pardon, das wollte ich nicht. Tut mir leid. So. Man muss übrigens auch zu sagen, als ich in dem Game eigentlich mit Level 7 an Drake machen wollte, aber nie dazu kam, weil ich immer irgendwo gegen musste in dem Moment. Zum Beispiel jetzt wird es gleich hier sein, ich will jetzt hier den Drake machen, vielleicht ping ich sogar in dem Moment. Und dann sehe ich, okay gut, wird eingepusht, wird nichts. Okay, hast du Ulti? Jawoll! Okay. Fünf Blutungen wäre jetzt natürlich ideal für Schatz gewesen, aber... Nun gut! Da kommt mir die Eve entgegen. Kill Wim Warwick. Super Exhaust vom Blitz in dem Moment. So, jetzt hier noch schnell Rebuff geholt vom Gegner, der gerade gespawnt ist. So. Karma ist ein hässlicher Gegner, muss man mal sagen, weil ich finde ihn auch nicht cool. Und grabby grab. Konzentriert euch. Na gut. Und Talon wieder. Ich dachte echt, er crappt ihn in dem Moment mal, aber hat er nicht gemacht. Oh, okay. Das war richtig dumm von der Geld. Das war jetzt eine richtig dumme Aktion. Schauen wir uns bei dem Farm nach 15 Minuten an. Der müsste jetzt eigentlich ungefähr bei 100 liegen. Wer erfüllt diesen Farm denn?
Ja gut, Caitlyn kommt annähernd dran. Tristana nicht. Midlaner gar nicht. Toplaner absolut überhaupt nicht. Der Jungler Farm sollte bei 50 bis 60 liegen. Da bin ich auf jeden Fall mit drinne. Und geht der Jungler nicht. Man kann das ungefähr so sehen mit dem Jungler Farm. Der Jungler hat ja die Aufgabe zu ganken. Das heißt, der kommt prinzipiell weniger zum Farmen als die anderen. Oh, sterbe ich da?